Moin und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Wir machen heute weiter mit der Aufgabe, wir müssen nämlich 15 CNG-Busse besitzen. Ich habe offscreen meine Busse mit Werbung voll gekloppt. Das heißt, wir dienen jetzt nochmal 1000 mehr pro Bus, also 7.000, 8.000 mehr. Aber ich habe von dem einen oder anderen heute ein bisschen was mitbekommen, und zwar haben wir gesagt, um viel Geld zu verdienen, um diese Mission abzuschließen, müssen wir unsere Routen umstellen. Was meine ich genau damit? Ganz einfach, wir haben die Routen als Schleife, soweit ich das richtig verstanden habe. Wir müssen die Route umstellen auf Pingpong. Genau, wir haben sie als... Warte mal, ich muss gerade gucken. Kann ich das jetzt so einfach machen, liebe Leute? Routentipp ändern. Pingpong-Modus, genau, so ist es richtig. Ja, wir verdienen damit mehr Geld. Deswegen bastel ich jetzt meine Routen zusammen und mache das jetzt als erstes. Moment. So, Pingpong-Modus. Pingpong-Modus. Gallstrom-Gymnasium. Mit L3 könnt ihr das umstellen auf Pingpong. Genau, das ist es. Deswegen gibt es mehr Geld. Änderung mal nehmen. Ja, bitte. So, du hast gar keinen Bus drin, ne? Genau, du kannst nämlich damit raus. Tschüss, bye bye, adios. Ich hoffe, irgendwo. Bitte genau, 7.000. Wir sind jetzt gerade. Habe ich da überhaupt Bus drin? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann raus damit. Bye bye. Was habe ich hier drin? Ein Pingpong-Modus. Schlafmodus. Deswegen machen wir es so. Jo, so ist es. So, 8. Pingpong-Modus. Pingpong-Modus bedeutet eigentlich tatsächlich, die Route wird hingefahren und quasi direkt wieder dann an der Haltestelle gestartet und wieder zurückgefahren. Okay. So habe ich das verstanden. Genau. Umso mehr Kohle, umso besser ist es. So verdienen wir auch mehr Geld. Auf die Idee ich vorkommen müssen. Aber egal. Alles ist gut. Warte mal. Achso, hier. Hab ich jetzt irgendwas? So, schleifen wir das. Pingpong-Modus gibt mehr Geld. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt sonst alles an den Routen, ne? Habe ich die jetzt alle auf dem Pingpong-Modus? Ne, habe ich nicht. So. Jo. So. Müsste jetzt eigentlich alles soweit sein. Pingpong-Modus. Warte mal. Routenart. Erfüllte Nachfrage. Fragen von Balance. Dauer. Einnahmen. So habe ich das jetzt gerade ein bisschen verstanden. Ja. Okay, gut. Wir verdienen jetzt mit den Routen mehr Geld. Ich habe jetzt angekündigt, ich werde jetzt eine Route erstellen, die mir im Pingpong-Modus einmal alle Haltestellen reinhauen soll. Ich bastel mir jetzt einfach eine Route zusammen, die einmal alle Haltestellen. Warte mal, die habe ich vergessen jetzt. Weil wir brauchen ja richtig Geld. Also machen wir das so. Ist ja auch nur eine Route, die alles mit reinnehmen soll. Einfach was. Ist ja. Warte mal, nicht. Also, okay. Ist egal, alles ist gut. Wie gesagt, es ist nur. Forschungskornstraße, Landwirtschaftszentrum zum Heuschober. Also, das wird sie nicht mal alle drin hat, aber. Hafen, Zentrallager, Booskorb, Lagerhalle, Wasseraufbereitungsanlage. Das ist ja auch nur jetzt einfach eine Verwaltung. Route, die. Die einmal alles mitnehmen soll. 4, 3.
So, soll ja nur alles mit reinballern. Ich brauch sie ja nicht fahren. Ich setze da einen Bus rein, der soll einmal kurz alles mitnehmen. Und wir fahren dann einfach ein bisschen Route ab. Soll ich vorher aufkommen können? Die halte ich damit rein. Lindnergasse. Die Frage, was bringt es dann? Ob es was bringt? Zimmermannstor. Hauptzimmermannstor. Irgendwie hängt das Spiel gerade so ein bisschen nach. Zimmermannstor. Hauptzimmermannstor. Hauptbahnhof. Schienenlegerstraße. Fischgrund. Ist egal. Boah, das Ding hängt gerade extrem. Flusspromenade. Flusspromenade. Oh, Alter. Flusspromenade. Oh, jetzt das ekelhaft gerade. Flusspromenade. Flusspromenade. Ja, das Problem, wenn du jetzt, glaube ich, für jede paar Sekunden alles. Seilerstraße. Radovanovic-Brücke. Ich glaube, das wird gerade ein bisschen enger werden. Ist das gerade so krass? Oder ist das, weil der Stadtteil einfach so zugebastelt ist mit Faltstellen? Boah, Alter. Liegt das jetzt echt an dem Stadtteil nur hier? Gesamtschule Meerheim. Dr. Dollstraße. Du solltest jetzt erstmal nur gucken. Rathaus. Rathauspark. Punikgasse. Aber ich glaube, das Gefühl hat, weil das einfach der Stadtteil da oben so zugebaut ist. Plöger Park. Siegesstraße. Handelszentrum. Rathaus, Hohe Straße. Ja, ich glaube, das haben wir einfach zu zugebastelt ist. Wir sind jetzt bei über 6. Ich mach's jetzt gerade nur einmal kurz rein, wenn ich wissen will. Windfeld, West. Windfeld, Ost. Müllergasse. Wahrscheinlich. Sonnleitner Hof. Jeder. Aktuelle Zeit 476 Minuten gerade. Kellergasse. Das sind. Was mit 6 Stunden? 6 Stunden? 8 Stunden? 8 Stunden, glaube ich, jetzt, glaube ich, gerade. Sonnstein, Hauptplatz. Aber wie gesagt, nochmal Ping-Pong-Modus. Das heißt, der fährt, glaube ich, die Strecke wieder dann zurück. Sonnweg.
Kellner Hof. Sonnenweg. Das klopft. Aber sie ist ausgeglichen gerade aktuell. Nochmal, ich bin gerade unten am Basteln. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Also sie ist wirklich nur jetzt, soll jetzt erstmal in erster Linie nur dazu da sein, um Geld zu verdienen. Ich glaube, dann reicht das auch. Kerststadt, Studierendenwohnheim. So, dann haben wir das da oben noch. Wachowski Industries. Und dann haben wir sie alle einmal, ne? Ja. So. Gut. Die soll uns jetzt... Ich guck mal gerade, ob ich da einen Bus reinsetzen kann auf die Route. Der sie einmal komplett alle mitnehmen soll. 152 Haltestellen. Aktuell macht der 10.000 nur? Okay. Rundendauer je Fahrten 9 Stunden, fast 10 Stunden. Die Haltestelle, das Ding hat immer, gut, das Ding hat 152 Haltestellen. Das sind einmal fast alle auf der ganzen. Wie gesagt, wir werden sie natürlich nicht fahren. Die soll einfach nur dazu da sein, um die gut. Die nenne ich einfach einmal alles bitte. Alles bitte. So, anwenden, ist jetzt bewusst so, einmal Änderung übernehmen, bam. Sehr gut, ich brauche sie nicht fahren, ich werde sie nur dazu da jetzt mitnehmen, um Geld zu machen. So, was brauchen wir heute? Wir müssen erstmal noch auf jeden Fall eine Route fahren, wir brauchen ein bisschen Kohle. Ergo müssen wir heute etwas fahren. Ich überlege gerade, was wir heute nehmen, was haben wir denn hier Schönes? Fahren wir die hier. Weil wir brauchen Geld. Umso mehr Geld, umso bessere wir Routen haben, umso mehr Kohle kriegen wir hin. Du kommst mit? Ja, bitte. Nee, ich fahr selber. Ganz über dein Steuer. Ist eh nur heute ein bisschen Zeugs. Wie gesagt, nochmal, ich habe alle meine Busse, die ich jetzt habe, mit Werbung ein bisschen vollgeklatscht. Also wir verdienen ein bisschen mehr Geld jetzt durch die Werbung noch dazu. Das habe ich so ein bisschen gelesen. Wie gesagt, wir haben alle Routen auf Pingpong gestellt. Und dementsprechend werden wir natürlich heute versuchen, ein bisschen zu fahren. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft. So. Ist ja eh nur noch. Dann gucken wir mal, was wir am Zahltag kriegen mittlerweile. Wir müssen halt extrem viel Geld machen. Wir brauchen ungefähr noch 3 Millionen. So habe ich es verstanden. Schauen wir mal, dass der Ping-Pong-Bonus vielleicht was bringt. Ihr könnt mir ja gerne mal so ein bisschen eure Routen hier im Stadtteil in den Seaside Valley posten. Mit den Haltestellen, damit ich weiß, wie viel Kohle ich machen kann. Weil wir brauchen, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld. Ihr könnt mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, was ich machen kann, damit ich mir die selber nachbauen kann. Und dann ja.
Wie gesagt, wäre cool, wenn wir so 400.000, 500.000 fast pro Tag machen. Dann geht es relativ schnell eigentlich. Wenn ich jetzt so 10.000, 12.000 mache jedes Mal. Ich weiß nicht, wie der nächste Zahltag jetzt gleich aussieht. Ja, viel ist es noch gerade nicht. Wir brauchen noch ein bisschen bis zum nächsten Zahltag. Wohin bitte? Arktisch. Danke. Hi. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. So, danke. Karte? Hallo. Es gibt nichts über eine schöne Tasse Tee am Morgen. Heute gab es. Ja, nee, nur die Route heute zu Ende fahren und dann werde ich eine kleine Folge mitmachen. Also folgen meine Leute vielleicht nicht so lange. Ich muss halt, wie gesagt, jetzt das gute Runden aufbauen. Ja, das. Ich. Wir machen das anders. Wir fahren die. Bevor wir zur Zuckerfabrik fahren, machen wir noch eine Zuckerfabrik-Dulle. Ich hab sie doch schon gezeigt. Okay. Hier. Oh, ich hätte das fast verpasst und hab dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Der selber schuld. Weil, Fackerte. So, gut. Ja, das Spiel geht übrigens auch im Multiplayer. Sie wurde vor kurzem geboren. Vielleicht mache ich aber mal eine Community Session. Muss ich mal schauen. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Habe ich den Fußgänger angefahren? Wo habe ich den Fußgänger angefahren? Wollte mich jetzt flachsen? Jetzt verdammt sich noch auf der rechten Seite einer, oder? Na gut. Wie dem auch sei, ist passiert. Ärgerlich, aber nicht in der Bahn gerade. So, machen wir kurz hier einen kleinen. Vielleicht einen kleinen Break. Wahrscheinlich. Muss mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich nicht geguckt, wie lange die Folge war, wann wir angefangen haben. Meistens aber so zwischen 15 und 20 Minuten. Manchmal versuche ich ein bisschen. Den Blitz habe ich doch rechtzeitig gesehen. Okay. So, es geht jetzt hier zur Zuckerfabrik, dann geht es wieder zum Heuschober zurück. Wie gesagt, das Ding ist Ping-Pong-Modus. Alle meine Puppen so. Ich vermute, dass wir dann direkt ganz wegfahren müssen. Kurz mal hier rum. Was haben wir denn? Agriculture Center. Da sind wir dann wieder an der Zuckerfabrik. Die als 208 gekennzeichnet ist. So, Haltestelle kann ausgebaut werden. Gucken wir mal, wie weit die jetzt soweit was bringt. Wir haben noch keinen Zahltag. Wir brauchen einen Zahltag. Wir fahren jetzt mit 100%. Gut, das heißt, es bringt schon mal ein bisschen was. Gut. Liebe Leute, ich sehe uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht sehen wir uns auch diese Folge nochmal wieder. Ich muss gucken, wie lange ich hatte. Und dann fahren wir so vielleicht nochmal. Bis dann. Tschüss.